Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, es ist wieder soweit. Und euch ist sicherlich aufgefallen, dass gestern keine Folge von dem Let's Play rauskam. Und zwar hat das folgenden Grund. Ich werde jetzt jeden zweiten Tag, also erstmal, bis ich mir was anderes überlege, werde ich jeden zweiten Tag ein Hide and Seek, also einmal eine Hide and Seek Runde hochladen. Ja, ganz einfach, weil ich das gerade echt gern spiele und da Lust drauf habe. Und ich mache ja die Videos nicht nur für euch, ich mache die auch für mich. Und was mir Spaß macht, möchte ich halt mit euch teilen. Ja, bei den Hide and Seek Runden erwartet euch als erstes von jeder Map, die es bei Hide and Seek gibt, einmal eine Runde. Und Folge 7 von Hide and Seek habe ich schon fertig zusammengeschnitten. Das wird eine Spezialfolge. Das wird die Melonen-Challenge. Ist ganz lustig, müsst ihr euch mal anschauen. Und zwar muss ich da nämlich, versuche ich da als Melonenblock in den Welten zu überleben. Ist nicht ganz einfach, weil Melonenblock da nicht so der Bringer ist. So, ihr Lieben, jetzt aber zum regulären Let's Play. Und zwar ändere ich erstmal, mache ich erstmal Specs rein. Specs. Pure PD Craft, so. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich finde, es sieht doch ganz schnuckelig aus. Kann man so lassen. Und jetzt dachte ich, wollen wir mal eine kleine Reise anfangen, oder? Ich finde, der Himmel sieht ein bisschen komisch aus bei dem Texture Pack. Und da oben stand doch schon ein Skelett drin. Ja, ich habe nicht die höchste Auflösung genommen. Ganz einfach, weil ich nicht möchte, dass es noch mehr ruckelt als ohnehin. Und nach werde ich halt hier auch wieder mein eigenes Texture Pack dran knallen. So, komm mal her hier. So, und dann hänge ich hier auch gleich wieder zwei Fackeln hin. Das hatte ich ja eigentlich schon mal gemacht, aber dann sind wir in der Zeit zurückgereist. Und da war das Ganze dann nicht mehr so. Lustige Bilder. Oder soll ich das... Soll ich lieber das andere lassen? Das normale? Texture Pack? So, als erstes... Na, ich weiß nicht. Ich bin hinterhergekommen. Als erstes schnell mal meine Sachen aussortieren, denn ich brauche etwas Platz im Inventar. Weil wir eine kleine Reise machen möchten. So, lädt das jetzt langsamer oder eben kommt mir das bloß so vor? Creepermann, was machst du da hinten? So, eiskalt, kalt gemacht. Okay, ich glaube, ich spiele es trotzdem lieber im Default. Gefällt mir einfach besser. Ist nun mal der normale Minecraft-Charme. Ne? So, ein bisschen wollen wir hier mal den Kuchen anknabbern. Ich hab... Yum, yum. Oh, jetzt habe ich ihn so rum aufgestellt, dass man die angekaute Seite gar nicht sieht. Schade. Okay, ist aber auch nicht so schlimm. So, Getreide wegpacken. So, das wegpacken. Die verschiedenen Hölzer, die packe ich jetzt einfach erstmal hier so rein. Das hat keinen bestimmten Grund, ich würde es bloß aus der Hand haben. So, ein bisschen Erde kann man immer dabei haben, aber eben nicht alles. Schere nehmen wir mit, damit wir uns ein paar Schafe unterwegs scheren können. Holz brauche ich auch, aber nicht alles. Ich nehme mal drei mit. 1, 2, 3. Falls ich unterwegs mir in irgendeiner Weise ein Haus machen muss. So, hier unten knall ich mal was in den Ofen rein. Damit ich, wenn ich wiederkomme, hier auch ein bisschen was zu essen habe. So. Ein bisschen mehr Kohle sollte ich schon noch mitnehmen. Habe ich Kohle, habe ich, glaube ich, noch in meinem richtigen Haus. Also, das hier ist ja nicht mein Haus, aber in dem Haus vorne. Dann lege ich mich noch einmal pennen, würde ich vorschlagen, wenn es gleich soweit ist. Und dann geht's auf die Reise. Und zwar will ich ja ein paar Pferde einsammeln. Ach, Moment.
fällt mir noch was Wichtiges ein, was ich jetzt fast vergessen hätte. Ich wollte mir gerne noch ein Seil machen. Sowas wie so ein Lasso. Damit ich zwei Pferde gleichzeitig mitnehmen kann. Ach, und Äpfel überhaupt muss ich auch noch einpacken. Ach, siehst du, was mir alles noch so einfällt. So. Das sollte mehr als genug sein. Ich weiß echt nicht, wo ich die restlichen Äpfel hingepackt habe. Ich hatte doch mal noch welche mehr. Ups, gegen die Wand gelaufen, super. Die Küche sieht natürlich nicht ganz so geil aus mit den ganzen Bildern. Sehr schön, die nehmen wir noch mit, weil wer weiß, wie lang die Reise wird. Und jetzt hole ich mir von vorne noch ein paar... ein paar Äpfel. Ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, in welche Richtung wollen wir denn reisen. Ich bin schon ewig nicht mehr ohne die Minimap gereist. Irgendwie lädt es heute sehr langsam. Ob da Reisen wirklich die beste Idee ist? Weil mit der 1.6 ist alles noch ein kleines bisschen ruckeliger als ohnehin schon. Was haben wir denn wo? Da. Ich habe eine ganze Menge normale Äpfel. So, 6 sollten reichen. Ja. Nehme ich sonst noch irgendwas mit? Ich glaube, 32 Getreide nehme ich mal noch mit. Wer weiß, wofür ich es brauchen kann. Was weiß ich, irgendwas mit Schafe oder Schafe vermehren, Kühe vermehren, irgendwie sowas. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob man Pferde nur so jetzt schnell nochmal hinlegen. Pferde nur so mit Äpfeln vermehren kann oder konnte man die mit Äpfeln locken und heilen? Ich weiß das gar nicht. Irgendwas war da auch mit Pferde und Getreide. Ich bin verwirrt. Aber erstmal, bevor ich auf große Reise gehe, lege ich mich eine Runde schlafen. Das Schöne ist, wenn ich hier immer so anfange zu gähnen, dann muss ich auch wirklich gehen. Also in... Ah, das ist dann kein gespieltes Gähnen mehr. So, wartet mal. Ich brauche noch Strings. Also String-Tangas und, irgendwie war das mal cooler mit den Türen. Ich weiß auch nicht. Die hängen bei mir jetzt immer so rum. So uncool. So. Schnell mal hier runter. Also String und, also Faden. Ich mach mal gleich eine Handvoll mehr. Ach komm, per hier. Slimeballs habe ich ja sowieso. So, jetzt muss ich überlegen. Das war irgendwie aufgebaut wie so ein Pfeil, glaube ich. So. Ha, na. Da habe ich gleich zwei raus. Dann nehme ich auch mal zwei mit. Ich mach mal vier. Das ist ja nur auch nicht so. Die kann man ja stapeln, ja, sehr schön. So, das wieder da rein. Das dahin meinetwegen. Und ab geht's. So, in welche Richtung wollen wir noch? Da. Ich würde da vorschlagen. Ist das Richtung Dorf? Ich vergesse das immer. Ich kann mir sowas irgendwie nicht gut merken. Ich brauche da immer so eine Karte. Ich bin so ein visueller Mensch. Halt. Also, wo ich jetzt schon so schön Karte sage, ich habe nicht mal Fackeln dabei. Ich bin schlecht vorbereitet. Aber ich will mich ja gut vorbereiten. Ersatzschwert brauche ich, glaube ich, nicht. Alles andere habe ich auch noch genug. Falls wir unterwegs noch irgendwas richtig Cooles finden, das wäre noch nice. Rüstung müsste ich mir vielleicht mal noch machen. Nicht, dass ich in der Nacht mal irgendwann schwupps erwischt werde und die mich einfach so eiskalt umbringen. Ihr wisst ja, wie die sind. Die scheren sich da an feuchten gierig, ob ich gesund bin oder nicht. So. Ne, mehr Kartoffeln brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. So. Aber ein bisschen mehr Eisen. Ach, ist auch egal. Eisen brauche ich jetzt auch nicht so zwingend. Ich nehme mir mal lieber eine, die ein bisschen ganzer ist. Eine Schere mit.
Lasso. Das habe ich. Fackeln mache ich mir noch schnell. Brauche ich zwar nicht an den Crafting Table gehen, aber mache ich trotzdem mal. So. So. Kohle kommt auch mit. Und ich wollte noch, jetzt fällt mir gerade wieder ein, Cobblestone wollte ich noch mitnehmen. Warum? Weil ich mir mit Cobblestone immer den Weg markiere. Ich meine, wenn man nämlich einmal in irgendeiner Weise ein Leck drin hat, dann weiß man schon nicht mehr, aus welcher Richtung man kam. Und das ist nicht gerade vorteilhaft. Stimmt, Schweinchen? Ja. So, jetzt müsste ich aber ganz gut vorbereitet sein. Die Folge heißt dann sicherlich auch erstmal nur Reisevorbereitung oder irgendwie sowas. Ja, ihr stimmt mir zu. Ja. Guck doch, komm hier. Zack. Zack. So. Liebe im Land. Ah, so. Flitz, 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 flitz. Hüpf. Hüpf. Und hier rüber auch noch. Und wir schwimmen in Richtung Help PewDiePie, genau. So, ich hoffe, wir finden dieses Zeichen wieder und ich hoffe, wir finden alles wieder. Auf geht's! Schiff drücken zum Verlassen. Hatte ich vor. Hoffe ich. So, bis jetzt fahren wir schon mal nicht über den Rand hinaus. Obwohl, da kommt er. Na gut, lädt alles schnell genug. Einfach erstmal nur geradeaus, weil geradeaus lässt sich am besten markieren und am besten wiederfinden. Und ich möchte natürlich auch wieder nach Hause finden. Das ist mir ein Herzenswunsch. Da unten ist ein Creeper, das heißt, da könnte eine Höhle sein. Ich weiß nicht, ob ihr noch gesehen habt. Wenn nicht, spult nochmal zurück. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Creeper und Skelett war da auch noch, glaube ich. So, zack, 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 zack. Los, 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 los. Da spawnen Tintenfische. Genau. Oktopussis. Kaktussis und Oktopussis ist ganz schön frauenfeindlich hier, ne? Obwohl, ich meine, es ist nur frauenfeindlich, wenn sich auch Frauen dabei angegriffen fühlen. Und fühlst du als Frau dich angegriffen? Robert? Nein, Robert ist natürlich keine Frau. Oder doch? Nein. Oder doch? Nein. Oder doch? Nein. So. Nun fahr doch mal ein bisschen schneller hier. Zack, 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 zack. Kann man hier nicht noch so ein Speedboot bauen? Hinten noch einen schönen Motor dran und dann geht's erst so richtig ab. Ich hoffe, mir schwimmt hier kein Tintenfisch in den Weg und macht mein Boot kaputt, weil dann muss ich erstmal noch Land finden. Oh, eine Kürbisinsel. Warte mal, bleib mal stehen. Das ist nicht stehen bleiben. So, whoop. Ach, die ist ja nice. So, dann stelle ich mir hier gleich mal einen Wegweiser auf. Und hüpf. Da lang geht's nach Hause. Das kann ich mir tatsächlich auch so merken. Weil so mache ich das nämlich meist, wenn ich keine Karte habe. Oh, das ist geil hier. Das ist die Kürbisinsel. Die muss ich dann auch mal noch machen. Das könnte... Obwohl, dafür ist es vielleicht ein bisschen klein. Das könnte Island werden. Also, die Insel, wo ich dann Pferde gezüchtet halte. So. Und genau für diesen Zweck, dass ich hier... Ich muss ja eine relativ weite Strecke zurücklegen, bislang schon. Mit Pferden... Wird das dann natürlich noch ein bisschen länger dauern. Da ist schon ein Boot von mir. Dann mache ich hier auch gleich nochmal einen Wegweiser. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott. Wieso da... Was?